Und das hier ist der neue Ankylodokus, eine Mischung aus Ankylosaurus und Diplodocus. Eines muss man ihm lassen. Was Kreuzungen anging, war Dr. Wu ein Mann vom Fach. Dieser Ankylodokus ist ein Paradebeispiel dafür. Er hat nicht nur den langen, peitschenartigen Schwanz, sondern auch die knöcherne Keule am Schwanzende. Liefern Sie ihm bloß keinen Grund, damit Schwung zu holen. Einverstanden? Ja, der hat sich auf jeden Fall verändert, aber ich finde zum Positiven. Sieht jetzt noch wesentlich mehr in Richtung Anki aus. Vorher war es halt irgendwie nur ein Diplodocus mit einer Keule hinten am Schwanz und ein paar Stacheln auf dem Rücken. Und jetzt ist er durch die neue Körperform definitiv mehr die Mischung zwischen den beiden. Der gefällt mir auf den ersten Blick schon mal sehr gut. Aber ich bin halt gespannt, ob der auch kämpft mit seiner Keule. Weil es gibt ja momentan keinen Sauropoden im Spiel, der sich auch verteidigt und wehrt. Jetzt sehen wir hier die Sozialisieren-Animation. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Kann sich nur um Stunden handeln. Der ist nicht der schnellste. Guck mal, die stoßen sich sogar hinten so ein bisschen an mit den Keulen. Oh, das war's schon. Ja, war jetzt nicht so spektakulär. Ah, der Grüne geht jetzt hier gleich was fressen. Ich bin übrigens gerade in so einer Beobachtungskuppel. Ja, aber da ist genau dieses Geländer oder dieser Zaun im Weg. Deswegen gehe ich mal wieder raus. Der ist echt langsam und schwerfällig. Deswegen muss ich immer ab und zu mal vorspulen. Das dauert mir zu lange. Der wird vermutlich auch einfach hier die Standardanimation von den Sauropoden haben. Ich glaube, was Spezielles werden wir nicht sehen. Außer halt vielleicht im Kampf. Das werden wir gleich ausprobieren. Das hier ist die Trinkenanimation. Ja, dann würde ich fast sagen, dass wir jetzt mal ein paar Fleischfresser freilassen und mal testen, ob der sich auch wehrt. Wäre echt cool, wenn der seine Keule einsetzt. Hier liegt er gerade rum und schläft. Ich finde, hier kann man nochmal richtig gut sehen, dass er von oben echt so ein bisschen wie ein Anki aussieht. Gerade auch hier mit diesen seitlichen Stacheln. Der andere mampft schon wieder. Ja, die wissen auch noch nicht, was sie erwartet. Ich habe da hinten nämlich schon was Schönes ausgebrütet für sie. Das lassen wir jetzt mal schnell gemeinsam frei. Ich spule aber auch vor. Dauert sonst zu lang. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie gegen den Rex kämpfen und sich wehren. Das war die ganz normale Animation, wenn Sauropoden attackiert werden. Also er scheint sich echt nicht zu wehren. Na, guck mal, das hier ist auch noch eine neue Animation. Die Animation hatten wir auch noch nicht gesehen. Ich habe jetzt übrigens schon eine ganze Weile hier Raptoren mit im Gehege, die auch nicht so friedlich gestimmt sind, aber die greifen die gar nicht an, zumindest bis jetzt noch nicht. Das heißt, ich schließe mittlerweile schon fast aus, dass die ihre Keule im Kampf benutzen. Jetzt kommt ein mittelgroßer Fleischfresser. Der hängt sich da richtig hinten rein. Aber auch hier benutzt er nicht seine Keule. Und jetzt schauen wir uns natürlich auch noch die Skins im Species Viewer an. Da gehe ich einmal die Hautfarben durch und auch gleich die Muster.
Ja, so krass viel Variation war das jetzt nicht. Also so ein paar Skins haben die Farbe schon stark verändert. Aber zum Beispiel die hier vorne, das sind immer nur so leichte, ja, Farbtonveränderungen. Aber finde ich trotzdem nicht schlecht, die Farben. Und jetzt gucken wir uns mal die Musterfarben an. Ich habe jetzt alle Muster freigelassen und tatsächlich leuchtet nur eins davon. Das ist dieses hier. Das hatten wir ja auch schon im Announcement-Trailer gesehen. Das ist das Lux-Muster. Hätte ich mir auch denken können, ne? Wenn das Lux heißt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber das finde ich farblich echt schön. Aber schade, dass die anderen nicht in anderen Farben leuchten. Das hätte ich mir auch noch sehr gewünscht. Der Stegoceratops wurde als Publikumsmagnet entwickelt. Ein echtes Komplettpaket. Die Hörner, der Nackenschild, die Knochenplatten, die Stacheln. Diese Schöpfung ist dem Genie und Labor von Dr. Henry Wu entsprungen. Ja, wie ihr schon gehört habt, das ist der neue Stegoceratops. Fand ich aber sehr cool, wie der da rausgesprintet ist. Aber ich glaube, der sieht genauso aus wie in Jurassic World Evolution 1. Ich sehe jetzt zumindest keinen Unterschied. Die Hörner sind so krass, ne? Die sind so lang. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der dann seine Opfer aufspießt. Das könnte, glaube ich, echt cool aussehen. Das war die neue Sozialisieren-Animation. Er schiebt ihn so ein bisschen weg mit seinem Horn. Und jetzt legt er sich direkt hin. Und hier trinkt er. Wie süß der läuft. Ich bin bei dem tatsächlich am meisten darauf gespannt, ob der im Kampf auch hier seine Stego-Stacheln hinten einsetzt. Ich hoffe es natürlich, aber irgendwie glaube ich da nicht dran. Weil der die... Ne, nicht der Diplodocus, wollte ich gerade sagen. Der Ankylodocus hat ja auch nicht seine Keule eingesetzt. Deswegen habe ich da gerade ein bisschen die Hoffnung verloren. Jetzt sozialisieren sie sich nochmal, glaube ich. Das war es auch schon, aber es ist jetzt auch nicht so spektakulär, die Animation, das muss man sagen. Oh, jetzt kämpft er hier gegen den Kano. Okay, er setzt erstmal vorne seine Hörner ein. Ja, der Kano sieht schon blutüberströmt aus. Ach, das war's schon. Das war, glaube ich, auch eine ganz normale Animation, die wir schon kannten. Hier sehen wir ihn jetzt gegen einen Tarbosaurus. Also diesmal einen großen Fleischfresser. Oh, die gehen einfach wieder auseinander, okay. Und der andere jagt ihn weg. Das ist ja interessant. Okay, ich glaube, das war aber Zufall. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass sie sich getrennt haben und der andere ihn wegscheucht. Oh, jetzt kämpfen die aber gegeneinander. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, auch leider keine spezielle Animation. Er sticht einfach mit seinem Horn zu und das war's. Oh, das ist auch eine coole neue Animation. Oh, der kippt sich so richtig um und rollt sich so ein bisschen rum. Jetzt machen sie es beide. Synchronrollen. Und auch hier schauen wir uns natürlich nochmal die ganzen Skins an. Einmal hier die Hautfarben. Und dazu gibt es dann auch noch die passenden Muster.
Aber das Gelbe finde ich ganz cool. Aber das leuchtet leider nicht. Ich glaube, das Einzige, was leuchtet, ist wieder hier die Lux-Variante. Die zeige ich euch jetzt auch nochmal in-game. Und da sehen wir die leuchtende Variante. Mit einem wunderschönen Grün. Aber das ist auch wieder nur der eine Skin, der leuchtet. Die anderen, wie ihr sehen könnt, die sind alle, ja, leider nicht leuchtend. Ich hoffe doch, Sie wissen, worauf Sie sich da einlassen. Bei der Haltung von Spinoraptoren gibt es keinen Spielraum für Fehler. Aber was haben Sie erwartet? Immerhin reden wir hier über einen Spinosaurus und einen Velociraptor in einem. Ja, das ist der neue Spinoraptor. Sieht auch sehr, sehr ähnlich aus wie im ersten Teil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und der hat bestimmt neue coole Kill-Animationen, da bin ich mir sicher. Ja, hier reibt er sich so ein bisschen am Boden und kratzt sich. Und dann schnappt er nach seinem eigenen Schweif. Das ist ja auch witzig. Das war die Sozialisieren-Animation. Jetzt frisst er hier Fleisch. Seine Kumpels kommen auch gerade. Die streiten sich sogar. Ist doch genug für alle da, Mensch. Ich hab's fast verpasst. Der macht hier gerade Jagd auf die Ziege. Oha, das war brutal und schnell. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal in Zeitlupe an. Ich hoffe, die rennt jetzt da vorne nicht in den Wald. Der ist echt schnell. Ja, er bricht ihr direkt das Genick und schleudert sie weg. Na, trinken hatten wir ihn auch noch nicht gesehen. Der kann natürlich auch Fisch fressen. Ganz entspannt fängt er hier die Fische. Ich finde es cool, wie er sich hier festhält. Oh, jetzt hat er keinen gefangen. Dafür der andere. Er gibt jetzt auch auf. Jetzt sehen wir das auch nochmal, wie er darüber klettert. Ist leider auch die Standard-Raptor-Animation, also die kennen wir auch schon. Jetzt geht er auch hier auf die Besucher los. Okay, die Frau hat er irgendwie am Bein gepackt. Jetzt gucken wir uns das nochmal in Zeitlupe an. Ah, der stolpert, okay. Dann wird er richtig ordentlich rumgeschleudert. Dann hängt er da so ein bisschen. Dann wird er auf den Boden geschleudert und weggeschmissen. Sehr coole Kill-Animation. Die kämpfen auf jeden Fall nicht im Rudel. Der greift hier alleine gerade einen Cerato an.
Ja, das waren jetzt aber soweit auch keine neuen Animationen. Also für den Edmonto, der hier liegt, haben sie sich gar nicht interessiert. Ich gehe auch einfach mal davon aus, dass die leider nicht im Rudel angreifen, sondern immer alleine. Da kommt er auch schon. Ja, das war auch, glaube ich, keine neue Animation. Ich werde jetzt auch nicht alle verschiedenen Dinosaurierarten durchgehen. Also falls ihr da was rausfindet, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich gehe leider davon aus, dass der keine Kill-Animation gegen Dinosaurier hat, die neu sind. Und auch hier schauen wir natürlich nochmal im Species Viewer uns die Skins an. Einmal die Hautfarben. Oh, die ist cool. Aber ich nehme jetzt mal die weiße. Und dazu gibt es dann natürlich auch noch Musterfarben. Und hier leuchtet auch wieder die Lux-Farbe. Und die sehen in-game so aus. Ich würde sagen, pink sind die. So pink-rötlich. Na, eher pink. Auch sehr, sehr auffällig auf jeden Fall. Das hier ist der neue Spinoceratops. Diesmal wird hier auch gar nichts erzählt über den von Cabot Finch. Na, ist ja nicht so schlimm. Das ist übrigens der, auf den ich mich am meisten gefreut habe aus dem Pack. Weil der einfach komplett neu ist und wir den noch gar nicht so in Jurassic World Evolution 1 hatten. Das sind, glaube ich, sogar schon direkt die Skins aus Camp Kreidezeit. Da gibt es nämlich Rebel und Angel. Wir können ja mal kurz gucken. Wo sieht man denn nochmal den Skin? Ja, genau, das ist Rebel. Und das hier ist Angel, der ist ein bisschen heller. Die finde ich auch sehr cool, muss ich sagen. Aber man kann natürlich auch noch so Farbkombinationen machen. Das sind halt zweimal so vorgegebene Skins. Das war die Sozialisieren-Animation. Ich habe jetzt hier nochmal normale Skins freigelassen. Die sehen dann so aus in der Art. Also kann man natürlich auch noch variieren mit den Hautfarben und sowas. Das gucken wir uns gleich aber auch noch an. Und das ganz Besondere an dem ist, dass der tatsächlich auch Fisch frisst. Das liegt an dem Spinosaurus-Gen, die da mit drin stecken. Das heißt, er kann Pflanzen fressen und auch kleine Fische fangen. Es gibt auch eine Animation, da stellt er sich mit den Vorderbeinen hier oben drauf. Die hatte ich vorhin auch schon gesehen. Na, der hat das jetzt gerade gemacht mit den Vorderbeinen. Aber jetzt fängt er ganz normal weiter die Fische. Ja, das hier ist auch noch eine kleine Animation von dem. Schaut er sich so ein bisschen um. Der macht hier gerade noch eine neue Animation. Der kratzt so ein bisschen mit seinem Horn im Boden. Habe ich leider erst zu spät gesehen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt nochmal macht für uns. Ne, sieht nicht so aus. Schade, schade. Vielleicht die anderen Dudes? Ne, die legen sich alle hin. Und jetzt sehen wir den mal im Kampf gegen ein Cerato. Ja, das sind, glaube ich, die Animationen vom Sinoceratops. Ja, also leider auch hier keine neuen Kill-Animationen. Und auch hier schauen wir natürlich nochmal im Species Viewer uns die Hautfarben an.
Auch schön, dass man den so in grün machen kann. Und dann gibt es hier natürlich die beiden Skins noch von Camp Kreidezeit, Rebel und Angel. Und die Musterfarben schauen wir uns auch schnell an. Da gibt es auch wieder Lux, das ist die Leuchtfarbe. Also wieder viele Kombinationsmöglichkeiten. Und so sieht der Leuchtskin in-game aus. Außerdem gibt es neben den vier neuen Spezies auch noch einen neuen Leuchtskin für den Indominus Rex. Den findet ihr hier. Hautfarbe Lux. Der sieht in-game so aus. So türkis, würde ich sagen. Sehr, sehr hell auf dem Kopf. Und auch für den Indoraptor gibt es einen neuen Lux-Skin. Und der sieht in-game so aus. Und das waren jetzt alle vier neuen Hybriden aus dem Secret Species Pack. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren und mir vielleicht einen Kommentar da lassen. Das würde mich sehr unterstützen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche der vier neuen Hybriden euch am besten gefällt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.